Ihre Nene, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Post, dann sing ne 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 ne. Shaw läuft über den Flügel, er spielt Amber McNally, er schießt und Tor! Ja! Ja! Wieder mal drin! Toller Pass! Und Shaw läuft über den Flügel, er spielt Amber McNally, er schießt und Tor! Cool, Ashton Athletic! Das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Und meine Mutter hat gesagt, wir dürfen das Endspiel bei mir anschauen. Gibt's Chips und Limo? Ja! Oh, das wird der beste Tag aller Zeiten! Ashton Athletic! Wuhu! Ashton Athletic! Henry, du hast doch Achims Geburtstagsfeier am Samstag nicht vergessen, oder? Aber Mama, am Samstag ist doch das Endspiel! Ich weiß, deshalb erinnere ich dich daran. Wir fahren zum Tee zu Tante Ruth. Aber Mama! Tee, Henry, kein Fußball! Schon aufs Endspiel, Henry? Was? Oh, ja. Meine Eltern haben mir einen neuen Breitbandfernseher gekauft. Also können wir das Spiel gestochen scharf sehen. Ja, gestochen scharf. Siehst du es dir auf eurem alten Fernseher an, Henry? Ja, wahrscheinlich. Oh, und bei uns gibt es einen Kuchen in der Form von einem riesigen Fußball. Cool. Cool! Ja, cool! Keine Sorge, Henry, ich bin sicher, bei Tante Ruth gibt es auch Kuchen und Limo. Entschuldige, Henry. Hab das Tor verpasst. Und ich wünschte, ich könnte die Feier verpassen. Muss sie unbedingt genau dann sein, wenn im Fernsehen das Endspiel läuft? Das ist es! Genau! Muss sie nicht! Hallo? Hier ist Ruth. Ja, bitte? Hallo, hier ist der Premierminister. Ich wollte Sie informieren, dass am Samstag die Uhren umgestellt werden. Das heißt, der Nachmittagstee ist 3 Stunden später als sonst. Verzeihung, wie war das? Und wer spricht da? Da ruft jemand an, der behauptet, der Nachmittagstee am Samstag ist 3 Stunden später als sonst. Das hättest du wohl gern, aber du musst trotzdem herkommen. Jetzt beeil dich mal, Henry. Wir müssen doch bald los. Ich glaube, ich kann nicht mit, Mama. Ich fühle mich gar nicht wohl. Henry, das Einzige, was du hast, ist Fußballfieber. Du hast 10 Minuten, um dich anzuziehen, oder du gehst im Schlafanzug. Aber... Keine Widerrede, Henry. Was, Tante Ruth? Was hast du gesagt? Oh je, die Feier ist abgesagt? Na gut, ich richte es Mama und Papa aus. Du hast noch genau 20 Sekunden für dein Frühstück, Henry. Wo steckst du? Da ist er. Henry?
bitte. Kein Problem. Wir haben doch ein Navi. Fahren Sie geradeaus. Das ist so gemein. Oh, bitte fahrt mich zu Bert, ja? Bitte, 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 bitte. Nein, Henry. Du darfst Achim das Geschenk geben, wenn du dann besser gelaunt bist, Henry. Sei still, du Zwerg. Ich will nicht, dass Achim ein Geschenk bekommt. Sei nicht so gemein, Henry. Halt! Was ist denn, Henry? Jetzt komm, Henry. Papa, halt an, ich muss mal aufs Klo. Du kannst warten, Henry. Ich muss aber wirklich ganz dringend. Henry, wo bleibst du? Papa, ich bin eingeschlossen. Wirklich? Dann versuch ich's mal. Ich schaffe es auch nicht. Die Tür geht nicht auf. Ach, dann fahrt doch einfach ohne mich. Ihr könnt mich auf dem Rückweg wieder abholen. Mach nicht so ein Theater, Henry. Komm jetzt raus. Nein. Henry, du kommst jetzt sofort aus der Toilette raus. Oder ich verschenke all deine Spielsachen und streiche dein Taschengeld, bis du 94,5 Jahre alt bist. Na gut, Papa. Hallo, Ruth. Oh, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ja, Henry darf zusehen, wie ich meine Geschenke auspacke. Ich habe ganz viele. Wie schön, Achim. Tante Ruth, darf ich mir bitte bei euch das Endspiel ansehen? Oh, naja, wenn es sein muss. Und wir haben eine DVD von Die lustige Welt der Hamster mitgebracht, Tante Ruth. Oh, was für eine reizende Idee, Peter. Die sehen wir uns nach dem Tee an. Vielen Dank, du Zwerg. Henry? Kommt, lasst uns in den Salon gehen. Das Silber ist noch nicht fertig poliert. Ha, ohne mich. Ich suche mir einen Fernseher. Ach, da ist kein Fernseher. Da auch nicht. Aber der Torwart konnte ihn abwehren. Ja. Nein. Oh, bitte lass mich das sehen. Nur eine Minute. Ich habe Nein gesagt, Henry. Und du kommst jetzt mit runter. Oh, ein MP3-Player. Ich hab doch schon 5. Oh, und ein Funkgerät. Mit wem sollte ich schon sprechen wollen? Als nächstes mache ich dein Geschenk auf, Mami. Das ist das Allergrößte. Hallo? Gregor, hier ist Henry. Ich brauche deine Hilfe. Ja, kein Problem, Henry. Also, als erstes machst du hinten die Klappe auf. Okay, ist offen. Gut, jetzt nimmst du das blaue Kabel. Henry? Henry? Wo bist du? Oh, ich muss mich beeilen. Mama kommt. Henry. Ja, ich hab's. Okay, Henry, jetzt setzt du die Batterien wieder ein. Und dann müsstest du Empfang haben. Und Ashton Athletic scheint einen Spieler auswechseln zu wollen. Oh, cool. Danke, Gregor. Entschuldige, Mama. Ich hab mich verlaufen. Ach, so, so. Wir sind im Esszimmer und wir warten schon alle auf dich. Ist gut. Es steht immer noch 0:0 und es sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Wie schön, dass wir mal endlich alle zusammen sind. Und ohne Störungen. Und McNally hat den Ball. Er setzt sich durch. Sieh mal, was ich habe, mein kleines Schnuckelchen.
und die Verteidigung hat keine Chance. Er hat freie Bahn. Er schießt und Tor! Tor! Henry! Hoppla!